Das Geheimnis, wie man gut durch Krisen hindurchkommt, ist die Resilienz. Das ist ein Fachbegriff aus der Psychologie und beschreibt die psychische, ich habe Probleme mit diesen Worten, die psychische Widerstandsfähigkeit. Ihr wisst ja, gerade jetzt sind wir weltweit in einer riesengroßen Krise, in der C-Krise. Aber ich meine ja nicht nur das, sondern ich meine eigentlich alle anderen Krisen auch, die einem so in einem Leben, im Leben passieren können, ereilen können, wie zum Beispiel eine Krankheit oder es stirbt der Partner, ja, oder es ist im Beruf total chaotisch. Oder finanzielle Probleme, also all solche Krisen, ihr kennt sie sicher selbst auch oder vielleicht seid ihr auch schon durch einige Krisen durchgegangen. Ich habe euch ja von mir auch schon was erzählt, also selbst habe ich einiges erleben dürfen. Und wie ich das gemeistert habe, wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch heute gerne erzählen, nämlich ich habe die Gesetze der Resilienz angewendet und die möchte ich euch jetzt erklären. Das beginnt mit dem ersten Punkt eigentlich, mit der Akzeptanz der Situation, so wie sie ist. Und was ich euch noch sagen wollte, natürlich werden wir auch am Schluss des Videos eine Meditation machen, in welchem wir das Wissen, was ihr jetzt aufnehmt, in uns verankern. Also wir werden diese Strukturen, die ich euch erkläre, nochmal in der Meditation vertiefen. Und ich denke, das hilft ganz gut dann auch, um sich da zurechtzufinden und vielleicht das dann auch für sich zu nutzen. Also die erste Sache, die ich getan habe, war zu akzeptieren, meine Situation so wie sie ist und egal wie schlimm sie jetzt ist, weil in dem Moment kannst du nichts ändern. Du musst erstmal oder du solltest erstmal einfach akzeptieren, es ist so wie es ist. Also die Realität annehmen, die Situation annehmen und nicht kämpfen, hadern, böse sein, nicht in die Gefühle reingehen, sondern einfach wirklich nur mal dich ruhig an den Tisch setzen und sagen, okay, es ist ganz blöd, aber es ist jetzt so. Und mit dieser Akzeptanz bereitest du so eine Basis für dich vor, auf der du gut arbeiten kannst. Du gehst also nicht in den Kampf, du gehst nicht in das Leid, sondern du sagst einfach, okay, die Situation ist jetzt so und jetzt schauen wir einfach mal, was wir Gutes oder das Beste aus der Situation machen können. Das wäre der zweite Schritt, wirklich zu gucken. Ihr wisst ja, wir leben in der Dualität. Das Leben hat immer zwei Seiten, eine negative, eine positive. Und wenn man sich dann nicht auf die negative konzentriert, und egal wie schlimm die Situation ist, sondern das Positive heraussucht, also an das Gute glaubt, gucken, was Schönes ist jetzt echt komisch, ich sage Schönes, aber was ist dabei, was mir hilft, was ist das Gute an dieser Situation? Und es gibt es auf jeden Fall. Und wenn es nur das ist, dass du erstmal dich hinsetzt und überlegst und vielleicht über dein Leben nachdenkst, das ist schon etwas Gutes, dass also dazu kommst nachzudenken, was kann das denn jetzt bedeuten, wo sind die guten Seiten, die sind in jedem Fall da, man muss sie halt finden und suchen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber es ist möglich. Also mir hat es so geholfen und es ist ja in jeder Situation, die dir passiert, in allem, was dir passiert, eine Lernaufgabe dabei. Die Seele kommt ja nicht in solche Situationen, ohne Grund. Es gibt keine Zufälle, das ist alles geleitet, um eben eine Lernaufgabe zu bewältigen. Die C-Krise, das ist die Lernaufgabe des Erwachens für die ganze Erde. Und daran haben wir noch zu arbeiten. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es ist in Gang gesetzt worden und es betrifft jeden einzelnen Menschen, wie er dann jetzt mit dieser Krise umgeht. Und ich denke, mit der Hilfe von der Resilienz kann man auch diese Krise gut verarbeiten. Dann hätten wir noch, wenn du jetzt die ersten zwei Punkte gemacht hast und denkst, naja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich bin irgendwie hilflos oder du dieses Gefühl hast und weißt nicht, wohin.
dann hole dir Hilfe einfach. Hole dir Hilfe. Es gibt ja viele Beraterinnen, psychologische Hilfe, therapeutische Hilfe. Geh zu einem Heiler. Geh dahin, wo du dich aufgehoben und sicher fühlst, wo du dich angenommen fühlst und wo du eben über diese Dinge sprechen kannst. Manchmal helfen auch karmische Auflösungen, energetische Heilsitzungen. Also es gibt wirklich für alles eine Lösung und da informierst du dich einfach und suchst dir dann Hilfe. Ich weiß auch natürlich, dass es manchmal schwierig ist, Hilfe anzunehmen. Aber wir sind ja alle nur Menschen und das sollte man einfach dann doch vielleicht mal in Erwägung ziehen, denn in dem Moment kann man ein bisschen was abgeben von der Schwere und bekommt dann Hilfe auch noch, die alles leichter macht. Und das ist dann so ein richtig tolles Gefühl. Ich weiß bei Sitzungen, wenn Menschen zu mir kommen und die Sitzung ist zu Ende und dann sagen die, oh Gott, ich fühle mich sowas von erleichtert und frei. Und das hast du ja sonst nicht. Also wenn man alleine das macht, ist es oft vielmals schwerer, so weit zu kommen. Natürlich geht es auch. Ihr müsst halt für euch selbst prüfen, was zu euch am allerbesten passt. Und dann werdet ihr auch den Weg finden. Was jetzt auch noch der vierte Punkt, glaube ich, oder? Ja, der vierte Punkt ist, dass du an dich selbst glaubst, dass du weißt, ich bin hier auf der Erde und ich habe alles in mir, um mit dieser Krise umzugehen. Also glaube an dich und deine Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig, dass du da selbstbewusst bist und dich dadurch sicher fühlst und auch eine Standhaftigkeit bekommst, einfach um zu sehen, okay, ich werde es schaffen. Also das Glaube an das Gute, das hat mir am Anfang gesagt, und dann auch diese Sicherheit an dich zu glauben. Denn wir bekommen ja nur die Dinge aufgetragen, die wir auch wirklich lösen können und tragen können. Und das sollte dir bewusst sein, einfach glaube an dich und deine Fähigkeiten und vertraue deiner Seele. Denn deine Seele ist deine Kraft. Deine Seele hilft dir und dadurch stärkst du dich auch selbst durch diesen Glauben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du eben da ins Selbstbewusstsein hineingehst und nicht jetzt in das Verzweifeln, in das Hilflose. Denn das ist immer das Negative, das Verzweifeln, das Hilflose. Das bringt einen auch in die Passivität und genau das wäre jetzt der nächste Punkt. Sei aktiv. Entscheide aktiv, wie du vorgehen willst, was du machen kannst. Sei aktiv und gehe dann auch, das ist das nächste, geh in die Tat. Also verwirkliche auch das, was sich dir zeigt, was du meinst, wenn du dir ein Ziel setzt. Ziel setzen ist ganz, ganz wichtig. Ziele setzen, wie du aus der Situation herauskommen kannst, was du für dich ändern kannst. Und du kannst dir einen Zettel nehmen und deine Ziele aufschreiben. Und dann wirst du sehen, wie die Lösungen sich dann ergeben, weil jedes Ziel hat ja eine Lösung und der Weg, wie man dahin kommt, das sind wichtige Grundlagen, um durch diese Krise herauszugehen. Also wichtig ist es, nicht die Opferrolle anzunehmen. Denn mit der Opferrolle gibst du die Verantwortung sofort ab und dann bist du unfähig, aktiv zu sein. Opferrolle ist immer passiv. Und passiv heißt geschehen lassen, sich einfach in das Negative fallen lassen, heißt auch depressiv werden. All diese Gefahren beinhaltet das Passive einfach und sei aktiv. Akzeptiere, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, dass jetzt dir so alles erzählen zu dürfen. Deswegen verspreche ich mich vielleicht manchmal. Also, ich fasse es nochmal zusammen. Akzeptiere deine Situation so, wie sie ist. Sehe das Gute darin. Suche
die guten Seiten, schreib vielleicht auf, was es sein könnte, was du daraus lernen könntest. Glaube einfach an das Gute. Wenn du magst, hol dir Unterstützung. Diese Unterstützung kann man ruhig annehmen, auch ein Psychologe oder Therapeut, das ist nichts Schlimmes, das kann man ruhig mal machen, denn da sind die Hilfen, diese Menschen sind geschult oder auch ein Heiler ist geschult in diesen Dingen und dann wird alles sowieso gleich viel leichter und dann stärke dein Selbstbewusstsein, ja, richte dich auf. Allein durch diese Stärkung wirst du sehen, wenn du an dich glaubst, dass sowieso alles leichter wird. Und sei aktiv, also geh nicht in die Passivität, sondern sei aktiv und geh aus der Opferrolle heraus, sei einfach aktiv. Was ich vorhin noch nicht gesagt hatte, du kannst auch das Immunsystem deiner Seele stärken. Und wie man das tut, ist ein ganz einfach, denn man kann meditieren. Meditieren und dadurch Kraft und Sicherheit bekommen, diesen Ausgleich, die Seele ruht sich aus, die Seele bekommt Energien. Das ist das, was das Immunsystem der Seele stärkt und das kannst du, und ich weiß, dass die meisten von euch das ja sowieso machen oder eigentlich alle, sonst wärst du jetzt nicht hier auf meinem Kanal. Also schenkt eurer Seele Meditationen und dadurch entspannt sich die Seele und dein Körper und Geist, weil das wirkt ja alles ganzheitlich zusammen. Und setz dir das Ziel, wirklich das Ziel, was du aus dieser Krise lernen möchtest, was du erreichen möchtest. Sei dir einfach bewusst, dass manches Mal das nie mehr so wird, wie es vorher war, wenn es eine große Krise ist. Das ist schwer in dem Moment. Das kann man sich nicht vorstellen. Als ich damals meine ganze Firma alles verloren hatte, als es also wirklich alles den Bach runterging, hatte ich überhaupt keine Ahnung, gar keinen Schimmer, wie es weitergeht, was kann denn jetzt kommen? Und das ist, also sei auch mutig und dann setz dir ein Ziel für das, was jetzt für dich schön wäre. Vielleicht einen anderen Beruf, eine andere Berufung, eine Sache, die dich mehr ausfüllt, denn wenn etwas anderes vergeht, dann ist es einfach nicht mehr dein Weg. So war es ja bei mir, das war einfach nicht mehr mein Weg, ich wollte es aber nicht wahrhaben. Und dann habe ich also tatsächlich damals alles verloren, wirklich alles, alles verloren, alles Materielle. Und auch meine Ehe ging ja zugrunde, also so viele Krisen. Und danach habe ich den Weg zur Spiritualität gefunden und bin jetzt hier als Medium und kann ganz vielen Menschen, ich hoffe, dass ich ganz vielen Menschen helfen kann, einfach aus diesen Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, die Krisen, die mich geformt haben. Und aus dieser Erfahrung spreche ich ja zu dir. Und das ist einfach die Akzeptanz gewesen. Ich habe das immer so akzeptiert, wie es ist. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich denke, man kann es tun. Und manche Menschen, denen liegt das, die können das von allein. Ja, die sind da sehr begabt. Aber es gibt eben auch andere Menschen, die das jetzt nicht so haben, die Fähigkeiten. Und dann befolgt ihr die Schritte, wie ich sie euch erklärt habe. Und mit diesen Schritten kann man wirklich die Resilienz lernen, diese psychische Widerstandsfähigkeit, dass man also stark durch die Krise geht. Und das ist, stark durch eine Krise zu gehen. Das heißt, du hast Power, du hast ein Ziel, du gehst darauf zu, du akzeptierst deine Lage und es wird sich dann viel schneller ändern für dich. Und das ist mein Appell und meine Hilfestellung für euch alle. Ich weiß ja, wie schlimm es gerade ist und ich kenne so viele verschiedene Lebenskrisen und ich hoffe sehr, dass ich euch damit helfen kann, dass ich mit diesen Worten euch vielleicht was beigebracht habe. Auf jeden Fall wünsche ich mir sehr, dass es euch gut geht und dass ihr erkennt, es gibt aus jeder Krise einen Weg. Ja, und jetzt werden wir
diese Meditation machen mit einer Energieübertragung zur Stärkung eurer Seele. Denn die Seele, die leidet unter Krisen, wenn der Mensch sich in die Negativität hineinbewegt. Und das wollen wir ja nicht. Wir möchten ja gerne eine starke Seele haben, die uns weiterhin kraftvoll führen kann. Und so ist es gut, wenn wir unsere Seele immer wieder unterstützen. Und das werden wir jetzt zusammen tun. Ich gucke mal, was für ein Auraspray. Also halt. 999. Und die Smarana nehme ich heute mal. Und dann wünsche ich dir gleich ganz viel Freude. Ich rufe die Energie des Schutzes und die Energie der Liebe für uns alle. Schutz breitet sich für dich aus und für meinen Kanal. Ich bitte darum, dass die höchsten, liebevollsten Energien heute zu dir fließen. Und ich bitte darum, dass mein Kanal jetzt gereinigt wird. Und ich wende mich in die Ebene zu Gottes Liebe. Geliebtes Menschenkind, schön, dass du heute hier bist. Und schön, dass es dich gibt, denn es ist deine Seele, welche dich angestupst hat, heute hier zu sein. Denn deine Seele weiß, dass in dieser geführten Meditation ganz viel Liebe und ganz viel Heilung fließen wird. Und so rufe ich jetzt die Engel der Heilung, und zwar speziell die Engel der Heilung und Stärkung für die Seele. Einströmt die liebevolle Energie der Heilung. Einströmt das helle grüne Licht der Heilung. Und dieses Licht strömt nun zu dir, berührt deinen Energiekörper und legt sich wie eine sanfte Decke um deine Schultern. Es ist die Energie der Heilung und Stärkung. Und so bitte ich dich nun, das grüne Licht einzuatmen, das grüne Licht der Heilung durch dich hindurch fließen zu lassen. Spüre dabei, wie sich dieses Licht in zarten Wellen durch deinen Körper bewegt, wie die Wellen der Heilung von Zelle zu Zelle fließen, dich durchströmen und ausdehnen. Und so fließt diese Heilung jetzt zu deiner Seele.
Es beginnt damit, dass deine Seele jetzt gereinigt wird. Gereinigt von allen Dingen, welche dir das Leben schwer machen durch eine Krise. So lass es einfach geschehen, denn es geschieht mit der höchsten Liebe der heilenden Engel. Spüre, wie deine Seele sich ausdehnt und wie das grüne Licht der Heilung in deine Seele hineinfließt und wie deine Seele sich immer mehr ausdehnt. Lass es ruhig geschehen. Und gebe dir selbst jetzt einmal die Erlaubnis, Heilung anzunehmen. Und spüre dabei, wie sich alles, was du heute über die Resilienz vernommen hast, wie sich die Energien des Wissens über die Resilienz in deinem System vereinen, wie sie sich mit der Heilung, mit der Heilungsenergie verbinden und dadurch ein Feld der Liebe für dich entsteht, ein Feld entsteht, in welchem du dein Leben so akzeptieren kannst, wie es jetzt gerade ist. Und wie auch in diesem Feld die Liebe dein Selbstbewusstsein berührt und dich stärkt, an dich zu glauben. Ein Feld, was dich dahin bringt, das Gute in der jetzigen Situation zu erkennen und dich auszurichten auf das Gute, dir ein Ziel zu setzen, wie du dieses Gute erreichen kannst. Deine Seele wird gestärkt, dein Selbstbewusstsein vergrößert sich, denn du hast dich entschlossen, aktiv den Weg der Lösung zu gehen, aktiv dein Leben zu steuern. Die Liebe begleitet dich und du spürst nun vielleicht, wie sich deine Seele noch mehr ausdehnt und du spürst diese neue Kraft in dir, welche dir sagt, so wie du jetzt bist, bist du richtig und gut. Lasse dich durch dein Leben führen und sehe die positiven Dinge. Glaube an dich, denn du bist, so wie du bist, richtig und gut. So fließen diese Energien jetzt durch dein System und ich werde diese Energien in dir verankern und dich gleichzeitig erden. Dies geschieht nun ohne Worte und es geschieht jetzt.
Vielleicht spürst du, wie sich dein Körper aufgerichtet hat, wie du schon etwas gewachsen bist in deiner Größe. Und so schenke ich dir all diese wundervollen Energien. Nimm sie mit, sie gehören dir und sie werden dich unterstützen auf deinem Weg in diesem Leben. Und so schließe ich meinen Kanal. Und ich danke dir, dass du heute hier warst, um die große Heilung zu empfangen. Ich kann auch gar nicht so richtig zurückkommen, es ist so schön. Und dieses grüne Licht der Heilung spüre ich ganz intensiv. Und ich wünsche mir so für dich, dass du ja mit dieser Seelenunterstützung, mit den Energien der Resilienz deinen Weg sehr gut weitergehen wirst. Und ich habe euch alle so lieb, so richtig lieb. Und ein Küsschen für euch, bis zum nächsten Mal.